Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wieder mal ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Metal Gear. So, dann machen wir doch mal weiter hier in der guten Gegend und wir sollten uns hier beeilen, den schnell ausschalten, bevor diese verfluchte Kamera mich erwischt. Das haben wir schon mal. So, und wie viele Rationen habe ich? Ich habe bereits 3, weil ich glaube, hier gibt es auch neue. Bin ich ganz sicher? Ja, okay, von daher hätte ich mir sparen können. Ja, wow. Oh Gott, jetzt lassen sie aber auch Rationen fallen ohne Ende auf einmal. So, hier kommen wir noch nicht weiter. Hier spricht Big Boss. Ich vergaß, Ihnen etwas mitzuteilen. Um den Strom abzudrehen, müssen Sie die elektronische Schalttafel zerstören. Sie brauchen dazu eine RC-Rakete, das heißt Remote Control, also ferngesteuerte. Schneider, der Anführer des Widerstandes, sollte in der Lage sein, Ihnen zu sagen, wo Sie eine herbekommen können. Ende. Ja, danke. Wie wär's, wenn du mir mal sagst, wie ich diesen Schneider kontaktieren kann, hä? Das wäre eigentlich mal ganz cool, Big Boss. Aber Big Boss scheint gerade nicht irgendwie cool drauf zu sein. Nein, Big Boss ist lieber, hält lieber die Fresse und erzählt mir gar nichts. Ah, ich liebe es, hier einfach so rumzuspazieren, obwohl die mich sehen müssten und sie tun's nicht. Ah, das muss ich eigentlich noch richtig genießen, weil in Metal Gear Solid 2, Metal Gear 2 ist das nicht mehr der Fall. Da sieht das schon ein bisschen anders aus, da wird's deutlich schwieriger, wirklich versteckt zu bleiben. Oh, und hier bloß aufpassen. Obwohl, vielleicht kann ich noch mehr von dem Sprengstoff tragen, ich guck mal. Nein, mehr geht nicht. Okay, und ich will gerade kein Risiko eingehen, ich möchte nicht sterben. Das wird sowieso öfter mal in dem Let's Play so sein, dass ich kein Risiko eingehen werde, vielleicht auch mal Start, also Pause drücke, um nicht drauf zu gehen und so weiter. Okay, wie geht das jetzt nochmal? Ach genau, ich glaube, hier muss ich jetzt in die linke Tür. Oh, oh. Dreh dich weg. Gut. So. Tschüss, Homie. Und ich doppelt die obere Tür. Ja, genau. Die hätte ich letztes Mal nicht aufbekommen. Und was haben wir denn hier Feines? Irgendeine Art RC-Raketen. Das sind die Remote-Controlled-Raketen, von denen ich vorhin sprach. Und die Leute unter euch, die bereits Metal Gear Solid 1 gespielt haben, die werden sich wahrscheinlich schon wundern. Warte mal, ferngesteuerte Raketen und ein elektrischer Boden, wo man eine Rakete benutzen muss, um die elektronischen Schaltkasten zu zerstören. Ja, das ist exakt dasselbe Spielelement, das in Metal Gear Solid 1 auf dem auf dem PlayStation auch auftaucht. Ich find's richtig krass, dass Hideo Kojima schon damals hier zu MSX-Zeiten diese Idee hatte. Und das schafft er mit diesen wirklich alten und schweren Mitteln, das bereits umzusetzen. Richtig krass. Also der Mann steckte schon sehr früh, wie wir sehen, voller Ideen. So, dann schnappen wir unsere Rakete, steuern sie schön. Zack. Und schon sitzt dieser Boden nicht, steht dieser Boden nicht mehr unter Strom und wir können entspannt weiterlaufen. So, ich halte die Knarre schon mal parat, weil man weiß ja nie. Wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, von diesen Türen kann ich noch keine öffnen, aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Ne, falsche Taste. Obwohl doch. Ach, hier ist doch ein Gefangener. Da den muss ich mal besser befreien. Danke, dass du mir geholfen hast. Diane vom Widerstand bietet ihre Unterstützung auf der Frequenz 12033 an. Diane sollte eine Menge Informationen über den Feind haben. Na also, das ist doch auch schon mal was. So. Diane steht denn jetzt nicht automatisch hier drin. Also 12033, sagte er, ne? Dann suchen wir das doch mal raus. Solid Snake, bitte komm! Hier ist Steve. Diane? Sofern ich weiß, ist sie gerade shoppen und ist noch nicht zurückgekommen. Was? Gerade shoppen und nicht zurückgekommen? So eine Bitch. Das ist ganz schön mies. Da könnte ich vielleicht echt mal Hilfe gebrauchen, ne? Und sie ist nicht da. So. Dann nicht. Okay, ich gucke gerade in meine Notizen. Was muss ich jetzt als nächstes machen? Okay, dann gehen wir erstmal hoch. Jetzt weiter nach links. Da oben ist wieder ein Aufzug, das eigentlich ziemlich cool ist. Weil da könnte ich mal meinen Spielstand quasi speichern. Machen wir einfach mal.
Und yeah! Ihr wisst gar nicht, wie gut das tut, einfach nur mal kurz seinen Spielstand sozusagen gesichert zu haben. Okay, so. Au. Oh. Ich wusste es, der da unten dreht sich um. Warte mal, den schnapp ich mir. So. Ich glaube, die obere Tür geht auf. Was haben wir hier? Ah, ein weiteres bekanntes Mittel, und zwar der Pappkarton. Und Fans der Reihe werden sich wieder erinnern, was das für ein Ding ist. Und ja, selbst in dem allerersten Metal Gear gab es bereits die Kartons. Das ist eine Spezialität von ihm hier, nämlich hier, schaut euch das an. Die Wache hätte mich jetzt eigentlich wirklich gesehen, aber sie sah bloß einen Karton. Und von daher hat sie jetzt nicht wirklich weiter interessiert. Oh, hier gehe ich mal auf Nummer sicher, ja, ich wusste es. Jetzt nicht nach links drücken, vielleicht sieht er mich nämlich. So, schnell ausschalten, und hier brauche ich glaube ich Karte 2. Ja. Ah, sicherheitshalber, ich weiß nicht. Was haben wir hier? Ach so, den ersten Bosskampf, Leute. Also das hier, aufgepasst, ist der erste sozusagen Bosskampf. Man kann ihn theoretisch ignorieren und einfach weitergehen, aber sie hinterlassen ein schönes Objekt, was ich haben will. Von daher, hier gibt es eigentlich nur eine wirkliche Taktik. Und zwar, wow, ganz schnell töten. Und ich sollte unbedingt meine Rationen ausgesucht haben, weil es hat den Vorteil, wenn die Gegner mir so viel Schaden anrichten, dass ich draufgehe, dass ich draufgehen würde mit dem nächsten Schuss, nimmt mein Charakter automatisch die Ration ein. So. Ja. Und das lassen sie nämlich fallen. Tada! Irgendeine Art Schalldämpfer. Und ab jetzt hat meine Knarre endlich den Schalldämpfer. Und jetzt kann ich schießen, wie ich will und muss nicht mehr immer kloppen. Muss nicht immer mehr nur Robben kloppen, wie sonst immer. Was natürlich deutlich Zeit erspart. Und hier haben wir eine weitere schicke Waffe. Den Granatwerfer. Oh yeah, Baby. Den Granatwerfer, ja, wie der Name sagt, er feuert Granaten ab in einem lustigen Winkel. Brauchen wir aber so erstmal nicht. Bei einem speziellen Bossfight später ist es ganz angebracht, aber erstmal noch nicht. Oh, und da sind wir ja schon wieder hier. Achso, ja, okay, das kennen wir schon. Dieses Geräusch. Okay, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wo wollte ich als nächstes hin? Okay. Wow. Zum Glück hat sich nicht umgedreht. War ich hier schon drin? Nein! Haha, noch einer. Gerettet. Ja, das heißt, wir haben wieder jemanden gerettet. Und da fällt mir ein, was wir noch gar nicht gemacht haben. Gucken, ob Diane mittlerweile was anderes zu sagen hat. Ach, falsche Taste, Entschuldigung. Vielleicht ist es mittlerweile interessanter. Oh, toll. Ich wette, sie kann einem was zu den Bossgegnern sagen. Ich glaube, so war das auch gemeint, dass sie uns was zu den Leuten hier erzählen kann. Was sollte ich jetzt machen? Ja, genau. Jetzt gehe ich zum anderen Aufzug. Oh, oh. Hier ist die Knarre jetzt zum Beispiel gut. Ah, fuck. Und jetzt bloß die Ration auswählen. Jetzt triff sie doch mal. Guck, wie ich die Ration gerade verballert habe, weil ich habe zwar geschossen, aber das Spiel denkt, ich habe es nicht getroffen. Jo, genau, aber... Und übrigens, nur Feinde können so schön um Ecken schießen. Also schräg. Ich kann das nicht. Wozu auch, ne? So. Ah. Jetzt ihn noch fix wegklatschen. Jetzt gebe mir noch tatsächlich mal die Munition aus. Das war aber auch gerade ein bisschen ungünstig. So. Dann wollen wir noch mal weiter runter. Und zwar wieder in den ersten Stock. Ah, kommt jetzt wieder runter, tatsächlich. Oh oh. Okay, ich glaube, bei denen hilft am besten der Pappkarton. Gott, oh Gott, man weiß nie, wann die sich mal umdrehen, ne? Weil logischerweise, auch wenn ich ein Pappkarton bin, ich kann mich nicht einfach drehen, wie ich will. Also in deren Blickfeld einfach so rumbewegen. Okay, jetzt glaube ich Karte 2 oder 1.
Auch nicht. Oh, ich habe mich gerade vertan. Oh, das war jetzt gerade etwas Glück. Hä? Bin ich blöd? Oh, ich bin gerade, glaube ich, an der falschen Stelle. Hier, glaube ich, soll ich noch gar nicht sein. Oh, das war auch wieder ein bisschen riskant. Warte mal, bin ich gerade im falschen Stockwerk? Ich wollte ja in den ersten. Nee, ist eigentlich richtig. Oh, stimmt, ich wollte jetzt eigentlich runtergehen. Das war's nämlich. Hupsala. Entschuldigung, Leute. Manchmal vertue ich mich doch ein bisschen. Ist jetzt nicht so, als ob ich das Spiel komplett auswendig kann, ne? Das ist es auch nicht. Ich hab's nur einfach schon mal vom Weichen durchgespielt. Genau hier wollte ich in die Tür rein. Und zwar jetzt ganz schnell, bevor die rechte Kamera wieder da ist. Ha! Und damit sind wir jetzt Rang 2. Unsere Lebensleiste ist jetzt auch länger. Wir können mehr Rationen tragen und natürlich auch deutlich mehr Munition tragen. Danke für deine Hilfe. Das Mitglied von Foxhound, Gray Fox. Er wird in einer geheimen Zelle gefangen gehalten. Oh, na gut, das ist doch immerhin schon mal, das ist doch schon mal eine Ansage. Okay, direkt wieder den Karton aussuchen. Das ist nämlich auch geil. Das ist eine der besten Methoden, um gegen Kameras irgendwas anrichten zu können. So. Oh, das war knapp. Weiß ja nie. Siehste, schon dreht er sich um. So, und jetzt schnell. Ah, perfekt. Munition eigentlich zu einem guten Zeitpunkt. Kann ich die schon öffnen? Tatsächlich. Hey, direkt der nächste. Danke, dass du mir geholfen hast. Die einzige Möglichkeit, in die Nähe der geheimen Zelle zu gelangen, ist, dich gefangen nehmen zu lassen. Oh, okay. Das ist natürlich mal ungewöhnlich, würde ich behaupten. Na gut. Schnell. Ja, noch mehr Munition. Heute sind sie aber sehr freigebig. Der hat leider nichts für mich. Hier brauche ich Karte 2. Und da haben wir schon die nächste Knarre, nämlich die Maschinenpistole. Ja. Es hat einen seltsamen Feuerradius, mag ich ehrlich gesagt nicht so, kann aber, glaube ich, deutlich mehr Munition tragen als die Pistole und wird sie später auf jeden Fall sich noch als nützlich erweisen. Na, hast du nochmal Munition? Tatsächlich. Das könnte man eigentlich gerade gut nutzen, oder? Oh, sogar Rationen? Moment mal, das muss ich gerade echt nutzen. Weil allzu viele Stellen, wo man sowas mal machen kann, gibt es eigentlich nicht. Das ist eher eine Ausnahme. Und der hat vor allem sogar die Chance auf beides, was gerade ziemlich cool ist. Ja, vielleicht auch doch nicht unendlich. Aber gerade Rationen möchte ich eigentlich immer so gut es geht voll haben. Yeah. Ich glaube, ich kann jetzt durch den zweiten Rang kann ich jetzt 6 tragen. Durch jeden Rang darf ich 3 mehr tragen. Ich glaube, das mache ich eben. Denn Rationen können einem im wahrsten Sinne des Wortes wirklich öfter das Leben retten. Vor allem, wenn man öfter mal ein bisschen scheiße baut und in Alarm reingerät, sind Rationen jeden einzelnen Cent wert. So, okay, mit Munition habe ich jetzt auch mittlerweile genug. Ja, cool. Okay, dann wollen wir doch mal wieder nach unten. Wollen wir doch mal schauen, was hier sonst noch so geht. So, du kriegst auf die Fresse. Und wir gehen weiter nach links. Oh, eine Sackgasse. Keine Bewegung! Föhn ab! Oh, verdammt, wir wurden gefangen genommen. Aber wenn ihr euch erinnert, das sollten wir. Hier spricht Big Boss. Infiltration abgeschlossen. Finden Sie die Zelle, in der Gray Fox festgehalten wird. Prüfen Sie auch die Wände. Ende. Oh, ein fieser Reim von Big Boss. Prüfen Sie auch die Wände. Ende. Jetzt kommt ein neues Spielelement. Wände hauen. Und hier am Anfang wird es einem noch nett gemacht und man kann... Solid Snake ist anscheinend so stark, dass er mit seinen bloßen Händen einfach mal massive Gefängnismauern einprügeln kann. Der gehört's drauf. Ein blauer Gefangener? Das hatten wir auch noch nicht. Und hier treffen wir einen alten Bekannten. Du hast es geschafft, Rekrut. Ich bin Gray Fox. Metal Gear ist die ultimative Waffe. Ein für jedes Terrain geeigneter, mit Nuklearwaffen ausgestatteter, aufrechtgehender Kampfpanzer. Oh Gott. Wenn sie vollendet ist, dann kann ein Nuklearschlag von überall auf dem Planeten her erfolgen. Wir müssen alles tun, was wir können, um diese Waffe zu zerstören, bevor sie fertig ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, um Metal Gear zu zerstören. Und die einzige Person, die weiß, wie man das macht, ist der Entwickler von Metal Gear, Dr. Drago Petrovic Matnar.
und er wird irgendwo hier in diesem Gebäude gefangen gehalten. Finde Dr. Mettner. Danke, Homie. Und jetzt müssen wir irgendwo hier raus. Ah. Und da geht's nämlich auch schon raus. So, jetzt wissen wir also den Plan. Gray Fox bleibt komischerweise da sitzen und er scheint ja angeblich der erfahrene Agent von Foxhorn zu sein. Erstens nimmt er sich letztendlich gefangen nehmen. Zweitens bleibt er jetzt nach der Befreiung einfach sitzen. Drittens weiß er nichts. Er weiß nur, dass es einen Wissenschaftler gibt, den ich fragen und finden muss. Klasse. Da müssen wir uns, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausdenken. Naja, wir werden schon überleben. Und wir werden es irgendwie hinkriegen beim nächsten Mal, wenn es mal wieder heißt Let's Play Metal Gear. Mein Name ist Alex. Bis dann.